So, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Far Cry 1. Ich habe hier jetzt uns nochmal vorgekämpft durch die Insel durch. Das wollte ich euch jetzt nicht antun. Es ging relativ zügig. Ich hätte auch jetzt in Let's Play machen können, aber wir sind ja vorhin hier gestorben. Sie sollten auf dem Hügel eine alte Befestigungsanlage aus dem Zweiten Weltkrieg sehen können. Gehen Sie hoch und zerstören Sie die Kommunikationseinrichtung. Das werden wir tun. Ich kämpfe mich jetzt hier auf dem Weg. Dich nehme ich auseinander! Oha. Ja, gut. Was denn? Oh. Ja, Master, bin ich wie auf dem Präsentierteller. Weg. Ich kämpfe mich jetzt hier mal durch Dickicht durch. Der ist auch weg. War da einer? So, ist aber schon. Ja, Mann. Da ist einer. Ich denke mal, wir haben ihn erwischt. Oh, 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 oh. Weg, 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 weg. Und wieder in Deckung gehen. Man hat keine Zeit irgendwie für diese schöne Landschaft hier. Weil überall nur solche Idioten rumlaufen. Ich muss immer überlegen, was ich sage. Man darf ja nicht alles sagen hier. Jetzt gucken wir mal hier. Da ist er. Der ist in die Richtung gelaufen. Ich hätte ja schon gern mal irgendwie ein Scharfschützengewehr, aber ich nehme an, wir werden noch eins bekommen. Hoffe ich doch mal. Das wäre schon eine enorme Hilfe. Haben wir jetzt hier alle mehr? Kommen hier der Sache ziemlich nahe. Und wir haben keine Rüstung und unser Leben ist nur noch halb voll. Und oh, und ich mag nicht. Das Sache hier nicht. Was geht mal? Was liegt denn hier rum? Oh, das können wir gebrauchen. Tun wir mal nachladen. So. Nimm den nicht auf, okay. Käfige? Ich will nicht wissen, was die in den Käfigen da drinnen transportieren.
Also ich... Was legen wir denn ab? Drücken Sie die Taste Waffe ablegen. Also ich nehme das Scharfschützengewehr mit. Weil von dieser Waffe kriegen wir nicht so viel Munition. Ich habe mein Scharfschützengewehr. Endlich. Juhu. Sei Dank, muss ich mal sagen, sind wir nicht direkt vom Wasserweg hierher gekommen. Also da wären wir gnadenlos abgeschlachtet worden. Hier müssen wir weiter hoch. Wir müssen zu dieser Radaranlage. Ich hätte da einen Tipp für Sie, Jack. Entlang der Pfade werden Sie vermutlich auf mehr Widerstand stoßen als im Dickicht. Wenn Sie also im Dschungel bleiben, dürfte das Ihre Überlebenschancen erhöhen. Danke für den Tipp. Im Dschungel sehe ich auch nicht wirklich, ob da einer kommt. Ne? Das probieren wir doch einfach mal unser Scharfschützengewehr aus. Na. Okay. Ich hole Hilfe, beschäftigt ihn so lang. Wir haben gar nicht so viel Munition für den Scharfschützengewehr. War da nicht was? Verdammt! Hui. Hey, du! Wo? Nimm das! Wo zum Geier ist der? Eieieiei. Uns geht's gesundheitlich nicht so gut, aber was liegt denn hier rum? Bisschen schneller unterwegs, wenn wir uns nicht lang mit dem Scharfschützengewehr aufhalten, sondern einfach drauf losballern, aber ein bisschen über. Geh in Deckung und bleib in Deckung, junger Mann, ey, echt. Räuchert ihn aus! Du bist tot!
Alter! Dich mach ich! Boah, ey. Ein Schuss noch und wir sind tot. Ich laufe jetzt einfach mal da runter, vielleicht gibt es da unten noch ein Häuschen oder sowas, wo noch was drinnen liegt. Da ist ein Boot. Ein Panzer. Ja, aber natürlich ist der kaputt. Och Mann ey, ich könnte sowas gebrauchen. Ich weiß, wir müssen woanders dahin, aber wenn ihr so mal auf unser Leben schaut, ist das nicht gerade. Vielleicht liegt da was drin und wir wissen es nicht. Auf jeden Fall nicht zu gebrauchen, das Boot. Wir brauchen es jetzt auch wirklich nicht, sondern wir müssen ja da hoch. Ja, das ist schon ein bisschen schwieriger wie Far Cry 3. Bei Far Cry 3 oder 4, da kannst du einfach irgendwie dir so einen Verband mal kurz anlegen, dann bist du wieder geheilt. Ne? Hier ist das nicht so. Wenn du tot bist, brauchst du entweder so ein Medipack oder Rüstung, und wenn du keine hast, dann musst du halt gucken, wie du klarkommst. Ne? Musst du dir entweder merken, wo du eins ist. Oder du hast halt ein Problem. Aber hier liegt ab und zu mal was rum. Schnappt ihn euch! Och, habt ihr das gesehen? Kontakt verloren! Ja, Kontakt verloren, ja, weil ich tot bin. Ihr Pisser. Ich hätte da einen Tipp für Sie, Jack. Ja, ich weiß. Entlang der Bade werden Sie vermutlich auf mehr Widerstand stoßen als im Dickicht. Wenn Sie also im Dschungel bleiben, dürfte das Ihre Überlebenschancen erhöhen. Ich bin ja am überlegen, da kommt ja nachher dieser Buggy hoch, ja, ob uns den Buggy schnappen. Ich weiß nicht, wo der Buggy herkommt, der kommt ja von hier, oder? Da unten steht er. Kommen wir da runter, ohne dass wir gleich verrecken? Oh, naja gut, das war jetzt nicht so... Scharfschützengewehr vielleicht? Na toll, ey. Also das ist doch ein echter Rotz. Ich sehe dich! Da ist noch einer. Wo zum Geier ist der? Sterb! Sterb! Gib auf, Mann! Ich hole Verstärkung! Du holst keine Verstärkung mehr. So, wir haben auf jeden Fall mal den Buggy. Aber mal wieder keine Rüstung.
das denn? Fahr doch mal geradeaus. Was machst du denn? Moment mal gerade, ich hätte einen Führerschein im Karstadt gekauft. Ne? Nervös. Ist auch ein bisschen größeres Kaliber hier. Was war das? Was ist denn hier los? Kommen wir da durch zwischen den Bäumen? Eigentlich sollten wir da durchkommen. Echt super. Okay. Na egal, nicht mein Problem. Ja, das sage ich dir. Vielleicht doch die Waffe wechseln, ich weiß es nicht. Wir bleiben mal ein bisschen im Dickicht hier. Dann werden wir nicht gleich gesehen. Vorsichtig. Also wenn ich mal ein bisschen ruhiger bin, ist es ein bisschen anstrengend. Uiuiuiui. Fühle ich mich schon ein bisschen besser. Hast du das gehört? Das wird wohl passieren, ne? Siehst du was? Oh.
Okay. Aber wir haben hier gespeichert. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wir nehmen die Medizin und machen hier auf. Und dann geht's. Was war das? Geht's hier gleich mal los, ne? Was zur Hölle? Alles okay? Nicht, wenn der hier kommt. Jetzt hab ich dich! Hab ich dich! Was ist denn hier los? So. Ja, Medizin liegt hier rum, aber keine Rüstung, ey. So, mal Ruhe hier. So, den Aufzug nach unten rufen. Oh, Entschuldigung. Dann machen wir das mal. Aber da gehen wir in die nächste Folge rein. Ich bedanke mich mal hier bei euch herzlich fürs Zuschauen. Und ja, es bleibt spannend. Und ihr seht, es ist schwierig. Ich meine, der Unterschied zwischen 2004 und 2017 ist, wir haben 10 Waffen zur Verfügung und ich habe hier nur 4 Stück, kann ich ja auswählen, ja. Und ja, gut, wir könnten die Machete wegwerfen, aber ich weiß es nicht. Die könnte man bestimmt noch gebrauchen. Und ja, 2018 hast du halt, oh, 10 Waffen. Gleich mal 10 Waffen zur Auswahl. Du hast 100 Sachen im Gepäck. Das hast du hier jetzt nicht. Ja, also das ist hier schon ein klein wenig realistischer, will ich mal sagen. Du hast nicht 10 Waffen im Gepäck. Raketenwerfer und tralala und pipapa. Ja, hier hast du eigentlich quasi nur das, obwohl 4 Waffen ja auch schon ziemlich viel sind, ja. Aber es funktioniert und es ist halt schwierig. So, ich bedanke mich mal bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.